Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere öffentliche Infrastruktur wird gerade einem Stresstest unterzogen. Und das ist leider allerdings kein Test, sondern bittere Realität für viele Leute in unserer Stadt. Und dann gucken wir uns mal an, wo wir da stehen. Beim Impfen haben wir einen guten, aber keinen sehr guten Stand erreicht. Knapp 75% der Berlinerinnen und Berliner sind doppelt geimpft. Knapp 45% haben mit Stand heute eine Auffrischungsimpfung erhalten. Und man muss sagen, Impfen idealerweise dreimal schützt auch bei Omikron am besten vor einem schweren Verlauf. Auf den Covid-Stationen, erst recht auf unseren Intensivstationen, liegen zum allergrößten Teil Ungeimpfte. Das gehört zur Wahrheit dazu, die habe ich heute noch nicht gehört von der AfD insbesondere. Nur 13% der Menschen, die im Januar mit Covid-19 in ein Berliner Krankenhaus kamen, waren vollständig geimpft. Mehr als 85% der Menschen, die in ein Krankenhaus kamen mit Covid, waren unvollständig oder gar nicht geimpft. In Sachsen mit der niedrigsten Impfrate sterben viermal so viele Menschen an Covid-19 wie in Bremen, das die höchste Impfrate hat. Und man kann es nicht oft genug sagen, der erreichte Stand bei den Impfungen ist der Grund, dass unser Gesundheitssystem und unsere Infrastruktur noch nicht komplett zusammengebrochen sind. Impfen schützt, meine Damen und Herren. Aber wir müssen hier noch besser werden und die Impfkampagne anpassen. Noch immer gibt es zu viele, die nicht erreicht werden. Und die Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen, sind vielfältig, aber fast immer gehen sie auf Desinformationen, auf Misstrauen und auf Fake News zurück. Skepsis gegenüber Covid-Impfungen und Verschwörungsmythen, um das hier mal klar zu betonen, sind in allen Schichten unserer Gesellschaft verbreitet. Es wird der Ernsthaftigkeit der Lage nicht gerecht, auf einzelne Gruppen mit dem Finger zu zeigen und andere nicht zu benennen. Wir kennen nämlich nur die Impfzahlen für ganz Berlin. Wir kennen keine Impfzahlen für einzelne Bezirke oder gar für einzelne Bevölkerungsgruppen. Und anekdotische Geschichten ersetzen hier leider keine Statistik. Es gibt aber Statistiken, zum Beispiel aus Wien. Die Stadt Wien hat jüngst valide Zahlen zur Impfbereitschaft erhoben. Das Ergebnis: Menschen mit migrantischer Herkunft lassen sich nicht weniger impfen als Menschen, die keine migrantische Herkunft haben. Aber es gibt Kriterien, an denen man die Impfbereitschaft ablesen kann. Zum Beispiel das Alter, das Einkommen beziehungsweise die Nähe und die Distanz zu staatlichen Institutionen. Nichtwählerinnen zum Beispiel lassen sich in Wien signifikant weniger impfen als Menschen, die wählen gehen. Und ich kann nur an uns alle als Demokratinnen und Demokraten appellieren, in dieser Pandemie ist Solidarität gefragt und einmal mehr sollten wir differenzieren, statt Gruppen über einen Kamm zu scheren. Denn der Großteil der Berlinerinnen und Berliner, egal welcher Herkunft, hat sich impfen lassen und hält sich an die Infektionsschutzregeln. Sie schützen nicht nur sich, sondern auch vorerkrankte ältere Kinder und andere vulnerable Gruppen. Ihnen gilt unser Dank für Ihre Solidarität. Dankeschön, liebe Berlinerinnen und Berliner. Und wo Menschen noch nicht erreicht werden, ob in Neukölln, Spandau, Mitte oder Marzahn, muss das Impf- und Beratungsangebot vor Ort sein. Das Vorhaben des Senats, mit der Impfkampagne in Stadtteilzentren, Gebetshäuser, Jugendclubs vor Ort zu gehen, aber auch mobile Impfteams einzusetzen, findet unsere volle Unterstützung. Der Peak muss dorthin, wo die Menschen sind, hat Sozialsenatorin Kipping das gestern auf den Punkt gebracht. Und der erste kleine Impfgipfel gestern mit 70 Teilnehmenden war ein guter Erfolg. Dankeschön dafür. Auch die Verteilung der 1,4 Millionen kostenlosen FFP2-Masken an Menschen mit Berlinpass und Geflüchtete ist eine Chance zur Kontaktaufnahme mit öffentlichen Institutionen und kann Vertrauen schaffen. Und ich bin sehr froh, dass der Krisenstab und die Sozialverwaltung dieses vorausschauende Handeln an den Tag gelegt haben und die FFP2-Masken rechtzeitig besorgt haben. Aber es gibt auch Menschen, die werden wir wohl gar nicht mehr erreichen. Das muss man auch sagen. Das sind die ganz Ideologisierten. Einige prominente Impfgegner wie der Niederländer Robin Franzmann, der Österreicher Johann Bjacic oder die Amerikanerin Kirsten Welden sind selbst an Covid-19 gestorben. Und auch der AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer aus Stuttgart war ganz stolz darauf, sich nicht impfen zu lassen und starb dann kurz vor Weihnachten. Die örtliche AfD erklärte dazu, für ihn sei die Freiheit wichtiger gewesen. Er habe sich, so erklärte seine Partei, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, nicht zum Versuchskaninchen von Pharma, Lobby und Altparteien machen lassen. Das hat wohl nichts mit Bekämpfung der Pandemie zu tun. Mal klar und deutlich, man kann zu vielen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung unterschiedlicher Meinung sein. Aber wer in politisch verantwortlicher Position entgegen aller Evidenz
das die Gefährlichkeit des Virus leugnet, den Impfungen ihre Wirkung abspricht oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedroht, der sieht Hass auf dem Rücken von Vorerkrankten, Älteren und Kindern. Schwurbeln tötet, meine Damen und Herren. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Im Stresstest befinden sich derzeit auch und ganz besonders unsere Kitas und Schulen. Berlin hat sich als eins von drei Bundesländern dafür entschieden, alle Klassenräume mit Luftfiltern auszustatten. Viele in Bayern und Hessen wissen überhaupt übrigens nicht, wovon wir sprechen. Da haben hat noch nie jemand einen Luftfilter gesehen in Schulen. Und ich muss mal sagen, dass das eine großartige Initiative ist. In diesen Tagen erreichen wir die Hälfte der Auslieferung, also etwa von 11.000 der 22.000 anzuschaffenden Luftfiltergeräte. Auch die Maskenpflicht wurde wieder auf alle Schülerinnen und Schüler ausgeweitet und die Testintensität wurde noch einmal erhöht. Aber der Omikron-Welle mit ihren hohen Ansteckungsraten sind unsere Bildungseinrichtungen trotz dieser Schutzmaßnahmen nicht ausreichend gewachsen. Bei Kindern und Jugendlichen haben wir Stand heute Morgen eine Inzidenz von mehr als 1.700. Tendenz weiter steigend. Für viele Eltern fühlt es sich wie russisch Roulette an, ihre Kinder morgens loszuschicken. Jeden Tag werden Mitschülerinnen und Lehrkräfte positiv getestet und immer mehr von ihnen sind in Quarantäne oder in Isolation. Wir haben bereits jetzt massive Unterrichtsausfälle. FDP und auch insbesondere die AfD fordern uns nun heute mit Anträgen auf, die Infektionsschutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche fast komplett abzuschaffen. Es ist ihnen offenbar egal, dass ein relevanter Prozentsatz der Kinder Folgeschäden einer Infektion davontragen könnte oder dass eine Covid-Erkrankung für vorerkrankte Kinder eine echte Gefahr darstellen kann. Das ist so. Und als Krönung raten Sie da von der rechtsradikalen Partei auch noch von Impfaktionen für Kinder und Jugendliche ab. Ich kann nur sagen, das ist ehrlich gesagt angesichts der Pandemie, die wir derzeit haben, unfassbar. Wenn wir Kinder und Jugendliche wirksam schützen wollen, dann müssen wir das Instrumentarium der Schutzmaßnahmen wieder erweitern und nicht einschränken. Wir müssen die Präsenzpflicht an den Schulen aufheben. Vorerkrankte Kinder etwa müssen zu Hause lernen können, ohne dass ihnen dies negativ bei Noten oder Fehltagen angerechnet wird. Wir brauchen auch die Möglichkeit, schnell in den Wechselunterricht gehen zu können, wenn das Pandemiegeschehen an unseren Schulen weiter explodiert. Natürlich mit entsprechender Notbetreuung. Denn es geht darum, die Komplettschließung zu vermeiden. Und das geht nur, indem man vorausschauend die entsprechenden Maßnahmen trifft. Aber diese Handlungsmöglichkeiten für die Bundesländer hat der Bund leider unterbunden, indem er trotz anrollender fünfter Welle die epidemiologische Lage von nationaler Tragweite auslaufen ließ. Das war ein Fehler, um es mal klar und deutlich zu sagen. Wir brauchen bei diesen Allzeitrekorden, die wir derzeit erleben, alle rechtmäßigen Instrumente, um die Pandemie angemessen bekämpfen zu können. Dazu gehören insbesondere die Maßnahmen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen, wenn sie nicht zur Arbeit gehen können. Aber es geht auch um Maßnahmen, vulnerable Gruppen weiter in den Blick zu nehmen. Der Schutz vor einer Pandemie darf halt keine Privatsache sein. Und die Leute stehen natürlich vor den Teststationen an, weil sie entsprechende Krankschreibung mit der entsprechenden Diagnose für ihre Arbeitgeber oder für die Schule und die Kita brauchen. Deswegen stehen sie da an. Und wir müssen Maßnahmen treffen, damit hier Entlastung reinkommt. Wir haben nicht vergessen, dass es die Pflegekräfte und die Ärztinnen, die Kassiererinnen, die Lkw-Fahrer, die Lehrkräfte in den Schulen, die Erzieherinnen in den Kitas und die Menschen in Ämtern und in unseren Unternehmen der Daseinsvorsorge sind, die den Laden hier in der Krise am Laufen halten. Ihnen allen, die Sie in den Betrieben derzeit arbeiten, unter schwierigen Bedingungen und unter Einsatz Ihrer Gesundheit, gilt unser Dank, gilt unsere Solidarität. Und wenn wir Sie schützen wollen, dann muss die Politik auch in Zukunft handeln können, denn die Infrastruktur, die der Kern unseres Gemeinwesens ist, diese Infrastruktur wollen wir schützen mit den entsprechenden Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Und daran halten wir fest. Dankeschön.